Also von meiner Seite eine klare Empfehlung. Wer es mir nicht glauben will, der muss einfach selbst den Unterschied hören. Die neue Hofer BestChip V2 ist mit einem klimaneutralen Naturfasergemisch gefüllt. Heute wollen wir testen, wie sie akustisch im Vergleich zum Vorgängermodell abschneidet. Hallo, ich bin Kevin von Hofer Akustik. Ich bin hier in den Hofer Studios in der Regie C. Wir haben 3 Jahre lang nach Alternativen gesucht für unsere BestChip-Füllung. Wir haben dabei mit unzähligen Materialien geforscht, unter verschiedenen Bedingungen, mit verschiedenen Methoden. Und heute ist es nun endlich soweit und wir können euch die Hofer BestChip V2 vorstellen. Was ist neu daran? Klimaneutral, sie ist leichter, 10% mehr Wirkung. Und als ultimativen Test wollen wir heute hier mal die alten BestChips gegen die neuen austauschen und uns die Ergebnisse anschauen. So, jetzt haben wir hier schon mal eine Nachhaltigkeitsmessung gemacht mit unserem Messsetup, aber auch mit den Lautsprechern, die hier jeden Tag im Einsatz sind. Und jetzt fangen wir an, mal die BestChips rauszuräumen. Hinten stehen auch welche. Fangen wir mal an. So, jetzt haben wir den leeren Raum gemessen. Und ich würde sagen, es ist Zeit für die neue BestChip. Ich habe schon mal eine hergeholt. Man sieht es am neuen Logo. Damit wir heute nichts verwechseln, haben wir auch den Deckel ausgetauscht. In dem Fall schwarz, sehr leicht austauschbar. Und ich würde sagen, kann losgehen und wir holen die neuen BestChips. Die Messungen sind gemacht. Wir haben den Raum gesehen mit Steinwolle-Bassstraps, ohne Bassstraps und den V2-Bassstraps. Jeweils haben wir die Nachhaltzeit nach Norm gemessen und wir haben die ersten Ergebnisse hier schon vorbereitet, die können wir uns anschauen. Wir sehen dabei, die höchste Nachhaltzeit hat der leere Raum, gefolgt von den Steinwolle-Bassstraps und das beste Ergebnis haben die Bassstraps V2 geliefert. Nach ein paar Tagen des Arbeitens mit den neuen Bassstraps im Raum kann das Ohr, zumindest meins, ganz gut bestätigen, was die Messung gezeigt hat. Und das ist ehrlich gesagt auch das, was zumindest für mich zählt. Mein Name ist Christoph, ich bin Hofer Studios Manager und Toningenieur. Ich arbeite seit einigen Jahren nur in diesem Raum und mache Recording, Mixing, Mastering, alles, was mit gutem Ton zu tun hat. Ich kann jetzt in diesem spezifischen Raum auf jeden Fall sofort feststellen, dass die vor allem basslastige Monoschallquellen sich als Phantomschallquelle zwischen den Lautsprechern nochmal viel klarer abgrenzen. Insbesondere sowas wie Bassdrums oder Bässe oder vielleicht auch mal eine Floor-Tom kann ich nochmal deutlich besser beurteilen und das macht meinen Job natürlich einfacher. Ich war wirklich geflasht, weil die Akustik vorher in diesem Raum schon sehr, sehr gut war. Also von meiner Seite eine klare Empfehlung. Mit der Hofer Bassstrap V2 macht man auf jeden Fall nichts falsch. Die erste war schon sehr, sehr gut und ein echter Klassiker in tausenden Studios rund um den Planeten zu finden, nicht ganz ohne Grund. Also see for yourself. Wer es mir nicht glauben will, der muss einfach selbst den Unterschied hören. Der ist nämlich bemerkbar. Have fun!